Jo, was geht ab, liebe Fitnessfreunde? Herzlich willkommen zum nächsten Video. Im letzten Video habe ich meinen Trainingsplan erklärt und in diesem Video erkläre ich meinen neuen Ernährungsplan. Allerdings wird das Video ziemlich kurz, weil der Ernährungsplan ist wirklich einfach. Und ich hatte beim letzten Video im Trainingsplan wirklich die Schultern vergessen. Also ich habe drei Latübungen gesagt, dass ich die mache, dann hintere Schulter, dann Bizeps, aber nach der hinteren Schulter und vor dem Bizeps kommt noch eine Schulterverbundübung, das ist einfach Kurzhantel, Schulterdrücken sitzend und eine Isolationsübung für die Schulter und zwar das Seitheben auch im Sitzen oder im Stehen, mal schauen, wie ich Lust habe. Das nur noch mal hinzuzufügen zum letzten Video, das hatte ich einfach vergessen, die Schultern, aber trainiere ich natürlich auch. So, und mein Ernährungsplan wird eigentlich ganz einfach sein. Ich werde aufbauen, das heißt, ich werde in Kombination mit dem Training diesen Ernährungsplan ausführen. Also ich starte bei 3000 Kalorien, also es wird keine 100% saubere Aufbauphase, es wird auch kein Dirty Bulk, sondern ein Zwischending, also einfach nur eine normale, keine Massephase, eine normale Aufbauphase, ja, mit möglichst viel Muskelzuwachs und ein bisschen Fettzuwachs. Und zwar werde ich trainieren und meinen Trainingsplan ausführen. Sobald ich nicht stärker werde, erhöhe ich die Kalorien um 100. Und diese 100 Kalorien werden hauptsächlich aus Kohlenhydraten bestehen, denn meine Verteilung wird sein, 150 Gramm Proteine sind fest, das ist ungefähr zweimal mein Körpergewicht. Da habe ich einen Spielraum von 130 bis 160 Gramm Protein, das muss nicht genau sein. Fett werde ich bei 70 Gramm liegen, weil ich hatte das Gefühl, dass ich in letzter Zeit zu viel Fett konsumiere und dafür zu wenig Kohlenhydrate. So viel Fett braucht man nicht. Man braucht schon Fett für Muskelaufbau, aber nicht zu viel. 50 Gramm, denke ich mal, reichen für eine gute Aufbauphase. Ich werde aber auf 70 gehen. Und da habe ich einen Spielraum von 60 bis 80 Gramm Fett, ja. Mittelding ist halt 70 und damit bin ich sicher, Hormonhaushalt ist gut bedient, ja. Testosteronproduktion ist gegeben und ich kann vieles essen, ich kann eigentlich fast alles essen bei 70 Gramm Fett, ich muss halt nur aufpassen, dass ich nicht in jeder Mahlzeit zu viel Fett habe, dann kann es mal über die 70 gehen, aber ich denke mal 70 ist ein guter Wert, dass ich mir alles gönnen kann, dann gehe ich mal ab und zu vielleicht auf 80 oder mal Ausnahmen auf 90, Cheat Days werde ich nicht machen, ich werde einfach nur mal meine Kalorien ganz normal zählen und eben halt If It Fits Your Macros Style machen. Und der letzte Makronährstoff setzt sich halt zusammen aus 3000 Kalorien minus 150 mal 4, das ist Eiweiß, minus 9 mal 70, das ist das Fett, ja. Also, und da kommt dann 450 ungefähr raus, da kommt ein Wert heraus, den man durch 4 teilt und dann hat man die 450 Gramm Kohlenhydrate, die ich dann zu mir nehme ungefähr, denn ich denke, dass es ein sinnvoller Wert ist, weil meiner Meinung nach sind die Kohlenhydrate sehr, sehr wichtig, vor allem beim Kraftzuwachs, wenn man Kraft aufbauen will und durch den Kraftzuwachs kommt ja der Muskelaufbau und wenn ich da auf 450 Gramm Kohlenhydraten bin, denke ich, es ist eine gute Quelle, die mir dann Energie liefert für das Training und ich hatte wirklich das Gefühl, wenn ich keine Kalorien zähle, Protein treffe ich ganz gut, aber Fett überschreite ich und zu wenig Kohlenhydrate und dann hole ich nicht das Maximale aus meiner Kraft heraus, weil meiner Meinung nach mir gibt die Kohlenhydrate mehr Kraft als Fett, obwohl Fett ja mehr Energie hat, aber zu viel Fett macht einen irgendwie so träge und man kriegt auch ein bisschen Bauchschmerzen. Wie ich auf die Rechnung komme, will ich euch nochmal erklären, hier mit meinem Taschenrechner. Also, 3000 Kalorien möchte ich konsumieren, ja. 150 Gramm Protein minus 150 und Proteine haben ungefähr 4 Kalorien, also minus 150 mal 4. Dann nochmal minus das Fett. Fett will ich ja 70 Gramm zu mir nehmen mal 9
Und Fett hat ungefähr 9 Kalorien, ja, das ist grob 0,1 oder so, aber ich mache einfach 9. Und dann kommt diese Kalorienbilanz raus, ja, wenn ich die durch 4 teile, warum? Weil Kohlenhydrate haben auch ungefähr 4 Kalorien, kommt dann die Anzahl in Gramm raus für die Kohlenhydrate. Ja, ich habe auf 450 gerundet, so, dann machen wir nochmal eine Probe. 450 Gramm Kohlenhydrate mal 4 Kalorien plus 150 Gramm Fett mal 4 Kalorien plus 70 Gramm Fett mal 9 Kalorien passt. 3030 Kalorien werde ich zu mir nehmen. Und das ist also mein Ernährungsplan. Was ich wie esse, ist nicht fest. Ich werde natürlich immer morgens entweder gar nichts essen zum Frühstück oder irgendwie Haferflocken mit Obst oder so und Sojamilch oder so. Auf jeden Fall sehr viel Obst und Gemüse zum Mittagessen. Das ist entweder gar kein Frühstück, wenn ich zu spät aufstehe, oder einfach nur zum Frühstück, das, was ich eben gesagt habe. Und zum Mittagessen einfach Fisch, ein bisschen Fleisch. Fleisch esse ich wirklich wenig und ansonsten Bohnen, Linsen, Erbsen, alles was so halt proteinreich ist, mit einer Beilage Reis, Nudeln oder Kartoffeln oder Süßkartoffeln, und abends dann entweder, also Brot werde ich gar nicht essen, esse ich sowieso nicht so gerne, abends dann irgendwie wieder Haferflocken, Gemüse eher nicht, Gemüse fast nur mittags mit ganz riesen Portionen, einfach 500 Gramm oder so, und dann abends dann nochmal Obst, vielleicht ein Shake, wenn ich nicht genug Protein habe, vielleicht mal Quark. Bei Milchprodukte vertrage ich eher auch nicht so gut. Ich bin echt davon überzeugt, irgendwann, wenn man wirklich zu viel Milchprodukte konsumiert, kriegt eigentlich fast jeder irgendwann Bauchschmerzen. Ja, nach 1-2 Litern Milch ist nicht so gut, finde ich, meiner Meinung nach. Oder zu viel Quark, keine Ahnung. Mochte ich noch nie so sehr. Klar, kann man mal essen, aber ist nicht so mein Ding. Dann vielleicht ein paar Eier noch, eine Dose Thunfisch oder so, um Protein aufzufüllen. Das ist die Basis, aber natürlich kommt auch Efficient Macros dazu. Das heißt, wenn es mal passt, ein Eis, wenn es mal passt, Proteinchips, ein Questbar, wahrscheinlich öfters mal. Und so wird einfach meine Ernährung aussehen. Mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen, also keine großen Geheimnisse, einfach Kalorien zählen mit der App Fat Secret, und sofern ich meine Makros erreiche, kann ich alles essen, wobei die Basis sollte schon gesund sein, mit viel Obst und Gemüse und nicht zu viel Fleisch, nicht zu viel Milchprodukte, weil ich mich einfach dann so besser fühle. Viel pflanzliche Produkte, natürliche Produkte, dadurch geht es mir einfach besser. Supplementation wird sein, wenn ich zu wenig Fisch esse, Fischöl und mein Gerstengras. Ansonsten nichts. Dieses Glucosamin hatte ich ja ausprobiert und Chondroitin von Iron Max. Ich weiß nicht, ob mir das geholfen hat oder nicht. Bei manchen Supplementen ist es wirklich schwer zu sagen, ob es hilft oder nicht. Ich habe keine Verbesserung gespürt. Deswegen lasse ich es erstmal auch. Ich bin auch so regeneriert worden im Urlaub jetzt hier ohne Supplements. Nicht mal Omega-3, nur Gerstengras wirklich hier genommen für meine Vitamine. Aber Omega-3 habe ich nicht supplementiert, weil ich hier fast jeden Tag Fisch esse und da braucht man einfach keine Omega-3-Tabletten. So, das war die Ernährung. Ja, müsst ihr nicht so machen. Ist nur eine Idee, ist meine Sache. Und in Kombination mit dem Trainingsplan hoffe ich, dass ich so viel aufbauen werde wie noch nie zuvor. Und ich hoffe, es klappt. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.